Wir wollen euch, wir wollen Sie sehr herzlich begrüßen an diesem heutigen strahlenden, sagen wir mal, Spätwintertag zu einem Thema, das uns heute einen ganzen Nachmittag lang sehr intensiv beschäftigen wird. Wintergemüsevielfalt steht auf unseren Programmen, im Winter ernten, ohne zu heizen. Das ist unser Thema und das ist das Schlagwort auch des heutigen ganzen Tages: reiche Winterernte mit niedrigstem Ressourceneinsatz. Das ist jetzt einmal nur so ganz, ganz knapp an den Anfang gestellt. Das wird heute noch sehr, sehr ausführlich betrachtet, durchdacht, das Zukunftspotenzial dazu ausgelotet und einfach auch der Genuss darf nicht zu kurz kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass so viele Menschen sich hier heute eingetroffen haben, um dieses Thema Wintergemüse, Geschmack, Sensorik, Winter erleben, wie er wirklich jetzt ist. Jetzt damit meine ich einfach, ich nehme ein Beispiel heraus, Endivien. Endivien ist ein Salat, den wir alle kennen, den es fast das ganze Jahr immer gibt, aber Endivien jetzt geerntet, in der Freien, in der Natur gewachsen, ja, das sind etwas ganz, ganz anderes. Feine, zarte Aromen, süße Frucht, und dann ganz leichte, bitter Anklänge im Abgang. So definiere ich diesen Endiviensalat, den wir wahrscheinlich nur kennen als bitterer, scharfer, würziger, handiger Salat und nicht als aromatisches Zelebrieren eines von einer Gemüsesorte. Und das zeichnet den Winter aus und das ist einfach für mich das Thema, was ich heute behandle, wenn ich für euch verschiedenste kleine Gerichte servieren werde. Dinge so zu erleben, wie sie jetzt schmecken, heute, und nicht verändert durch Dünger, durch zusätzliche Wärmeeinstrahlungen und, und. Wirklich alleine natürlich gewachsen. Es ist so etwas Spannendes, ob ich dann den jungen Knoblauch hernehme, den jungen Zwiebeln, die kleinen Karotten, den Portulak, den Winterportulak, ich könnte sag mal, eine Stunde lang nur über diese Geschmäcker reden, die ich verkostet habe beim Zubereiten, beim Vorbereiten der Gerichte, Salate, die hier auf dem Tisch stehen, ein grüner Salat, Schnittsalate, ist ja nichts Besonderes. Aber die schmecken anders, voller, feiner, dezent, reduzierter. Und dieses Reduzierte möchte ich euch heute vermitteln. Und wünsche euch viel, viel Spaß beim Seminar, bei dem Vortrag. Und ich werde dazwischen jeweils immer ein, zwei kleine Gerichte nach jedem Abschluss des Vortrages servieren, damit das Ganze ein bisschen unterstrichen wird und nicht zu trocken bleibt, sondern ein bisschen eine Freude auch bereitet. Danke. Der Aperitif, wir haben jetzt, ich habe eine Buttermilch mit einem frisch gepressten Vogelmierensaft, vor einer Stunde geerntet, ungefähr vor einer Stunde noch geerntet, kurz gewaschen, mit einem Champagner-Juice entsaftet, der Saft zur Buttermilch, und das war's. Um ein bisschen Winter-Frühlingsstimmung zu vermitteln. Danke. Das, was heute hier passiert, ein Champagner-Seminar, so wie wir es kennen, aber ein bisschen außerhalb der normalen Gemüsesaison, das ist das Außergewöhnliche heute Nachmittag. Eliot Kohlmann redet von der Kehrseite des Jahres, wenn er vom Winter spricht. Und irgendwie trifft es das ganz gut. Der Winter ist scheinbar die Zeit, die im Gemüsebau sonst irgendwie verloren ist. Die außerhalb der Saison, der eigentlichen Saison liegt. Ich möchte am Anfang einfach ein paar Gedanken an den Anfang stellen, die uns einstimmen für dieses heutige Thema, die uns die Dimension zeigen, die uns ein bisschen auch klar machen, dass das, was wir heute hier tun, nämlich uns mit Gemüse zu beschäftigen, dass ressourcenschonend gewachsen ist in einer Jahreszeit, wo man denkt, es wächst nichts. Dass das ein Zukunftskonzept ist, dass das auch was Widerständiges hat gegen eine alteingesessene Art, mit Gemüse umzugehen, im Winter zu heizen, im Winter zu importieren aus anderen Ländern, aus dem Süden, das sind wir so gewohnt. Und das ist auch die Strategie, die an jedem Supermarkt, an jedem Eck, in jedem
Restaurant anzutreffen ist hinter, das ist die Zeit der Importe oder der ganz, ganz aufwendigen Produkte, die aus hochtechnischen Verfahren hergestellt worden sind. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, aber wenn man so in den Medien immer wieder hört, wenn es um Forschung geht, um Forschung im biologischen Bereich, um Zukunftsthemen im biologischen Bereich, da kriegt man oft solche Bilder serviert. Hightech, biologisch aus dem Labor, Pflanzen, die unter irgendwie keimfreien Bedingungen wachsen, das war auch unlängst einmal so eine Schlagzeile, dass da irgendwann in Japan jetzt keimfreies Gemüse produziert wird. Und also einfach Zukunftsthemen im Sinne von Gemüse, von Lebensmitteln, von Biologie, die immer mit Hightech verknüpft werden und in Speziallabors stattfinden. Das ist ein immer wiederkehrendes Motiv, das uns in den Medien im Zusammenhang mit biologischen Forschungsthemen serviert wird. Nie kriegt man sowas zu sehen, wenn es um moderne Forschung geht. Und wir wollen heute ein bisschen Widerstand leisten. Also nicht nur, wie ich gesagt habe, was den Bezug von Lebensmitteln betrifft, sondern auch, wenn es um Forschungsprojekte, um Forschungsthemen und die Bearbeitung von Forschungsinhalten geht. Es geht heute um einen anderen Zugang, nicht um Hightech, es geht nicht um irgendwelche Speziallabors, die mit aufwendigsten technischen Einrichtungen arbeiten, es geht auch nicht um Gärtnereien mit millionenhohen Investitionen. Heute geht es vor allem auch um ein Forschungsprojekt, das mit Partnern in ganz Österreich, im ganzen Land stattfindet, wo Praktiker, Bauern, Betriebe involviert sind, wo Versuchsstationen quer über das ganze Land involviert sind, wo Verbände und andere Institutionen mit im Boot sind, um einen neuen Gemüsebau in diesem Winterhalbjahr zu entwerfen, der unser Land prägen kann und sollte. Das klingt jetzt also so pathetisch am Anfang, aber das müssen wir nur verkraften, dass wir ein paar pathetische Worte finden für ein Thema, das uns beschäftigt. Und ich möchte einfach auch zeigen, dass dieses Winterthema auch für uns forschungsmäßig eingebettet ist in ein Überthema, das heißt alternative Produktionsentwürfe, das heißt, wie kann ich anders als agroindustriell Lebensmittel herstellen in einer zukunftsweisenden Art und Weise. Und es geht dieses Prinzip der Ressourcenschonung und Effizienz steht an oberster Stelle. Es geht aber um einen Nachhaltigkeitsgedanken, es geht um den Kreislauf, es geht um Humusaufbau, um auch viele biologische Biothemen. Das ist ganz natürlich, wenn wir solche Schlagworte in den Raum stellen, dann ist man automatisch auch bei der biologischen Produktion. Es geht um die Frage nach echter Saisonalität. Mit diesem Begriff wird viel Marketing Schindluder getrieben, gerne wird er halt für irgendwelche eigenen Selbstprofilierungstendenzen von einzelnen, ich möchte jetzt überhaupt keine Namen nennen, das kennen Sie selber, wenn man so einfach ein Auge durch den Alltag geht. Saisonalität und jetzt und heimisch und wir und regional, das sind Schlagworte, die kommen sehr häufig vor und das wird alles durcheinander gemengt. Diversität und Vielfaltsprinzip ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein in diesem Puzzle der alternativen Produktionsentwürfe. Und es geht uns letztlich darum, auch in unserem Land Klein- und Mittelbetriebe zu erhalten. Das sind genau die, die aus wirtschaftlichen Zwängen immer stärker unter die Räder kommen, die diesem Rationalisierungsgedanken nicht entsprechen, der sich auch quer durch unsere gesamte Produktion zieht. Und es stellen sich viele dieser kleinen Betriebe auch die Frage, hat das überhaupt noch einen Sinn, weiterzumachen? Finde ich überhaupt noch in der nächsten Generation jemanden, der das so weitermachen möchte wie ich oder der auch vielleicht irgendwie eine Lebensgrundlage aus meinem Betrieb noch finden kann. Und das heißt, wir müssen uns auch wirklich Strategien in unserer Forschungsarbeit überlegen, wie diese Betriebe selber auch eine Zukunftsperspektive entwickeln und wie sie letztlich überleben können. Und es geht uns darum, auch zu erzählen über das Produzieren. Dass wir aus diesem Gedanken rauskommen, dass die Produktion etwas ist, was irgendwo abgeschottet vom Rest der Gesellschaft so vor sich hinarbeitet, Zulieferer spielt, in einer austauschbaren Art und Weise. Es geht darum, dass die einzelnen Betriebe auch wieder Stimmen bekommen, dass sie kommunizieren, lernen, aber es auch mit Freude tun. Und dass sie das Gegenüber, nämlich den Konsumenten, der heute offener und interessierter ist denn je, auch einfach sich zum Partner machen und sich auch anbieten als Gegenüber, um zu zeigen, wie es praktiziert wird.
das ist eine Zukunftsperspektive, die uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass man erzählen kann, wie man produziert, dass man auch nicht verschweigen muss, wie ein Lebensmittel entstanden ist, wie ein Produkt produziert wurde, erzeugt wurde. Ja, aber wenn wir jetzt so dieses Thema uns anschauen und die ersten Bilder, die aufsteigen, im Winter ernten, im Winter Gemüse, schaut das nicht ein bisschen so doof aus, wenn man das so umgangssprachlich sagen könnte. Winter ist keine Wachstumszeit, aber Winter ist Erntezeit. Und das haben wir irgendwie vergessen. Viele Gemüsearten sind wesentlich frostfester, als es landläufig bekannt ist. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir haben systematisch uns durch die Literatur gearbeitet und sind draufgekommen, dass in modernen gemüsebaulichen Lehrbüchern über die Frosthärte und Winterfestigkeit von Gemüse entweder gar nichts drinnen steht oder sogar falsche Angaben gemacht werden. Man findet dort alles, also wie die in vitro vermehrt werden können und so weiter, diese Nutzpflanzen, Kulturpflanzen, aber Frosthärtegrenzen oder irgendwie was hält diese Pflanze eigentlich aus von ihrer Physiologie her, das findet man dort nicht. Und das ist schon mal interessant, das heißt, moderne Wissenschaft hat es für uninteressant erachtet, was uns genau heute Nachmittag interessiert. Und das ist irgendwie das Thema, da steckt dann viel Arbeit drinnen, das wieder hervorzuholen. Da steckt auch viel, einfach vielleicht wieder viel Vergessenes, viel Verlorenes wieder zu entdecken drinnen oder auszugraben, im buchstäblichen Sinn. Und das ist das Spannende auch an diesem Thema. Es gibt angewendet, die uns geholfen haben, die Saison zu verlängern, mit ganz einfachen, ressourcenschonenden Mitteln. Es hat fast ein bisschen zufällig begonnen, muss ich jetzt ehrlich gestehen, als wir 2007 einfach so ein Spezialsortiment in Asia Grünen getestet haben an unserer Außenstelle Zinsenhof. Der Zinsenhof ist das Zuhause aller unserer Versuche, 100 Kilometer westlich von hier im Vorarlberg-Klimagebiet gelegen, in der Nähe von Melk. Das ist unsere eigentliche Versuchsstation, wo alle diese Erkenntnisse, die heute da auch von unserer Seite vermittelt werden, zu Hause sind. Und wir wollten eigentlich nur eine Testung machen, sind mit manchen Dingen später ins Jahr hineingekommen als ursprünglich gedacht und haben gemerkt, solche Asiasalate, solche im Babyleaf-Stadium, die halten minus 14, minus 15 Grad aus. Und in Lehrbüchern steht minus 3 bis minus 5. Und das hat uns das erste Mal so ein bisschen Zweifel aufkommen lassen an dem gesicherten, unter Anführungszeichen, Halbwissen, muss ich jetzt sagen, das immer wieder kommuniziert wird. Und das war der Ansatzpunkt, dass wir begonnen haben, uns das ein bisschen systematischer unter die Lupe zu nehmen. Und wir haben im letzten Jahr dann auch normale Gartensalate getestet. Das war damals mit dem Verein Achenoa gemeinsam ein kroatisches Freilandsortiment von alten Salaten. Und das kennt man auch aus unserem Kulturraum, aus Ostösterreich, aus Südösterreich, wo man Salate im Herbst noch ausgepflanzt hat, über den Winter draußen lassen hat, Geldermäusigler Winter, Unikum und so weiter. Wo man ganz bewusst auch die Pflanzen über den Winter im Freien hat lassen und sie waren dann im nächsten Frühjahr um ein paar Tage früher als der frisch gepflanzte. Und da steckt wieder dieses alte Wissen, dieser alte Zugang eigentlich mit drin. Und da sind wir drauf gekommen, dass der normale Gartensalat auch wesentlich frostfester ist, als wir das erahnt haben. Jetzt kann man sagen, der letzte Winter war dafür nicht sehr repräsentativ, der heurige geht auch nicht in die Kälterekordelisten der Wetteraufzeichnungen ein, muss man sagen. Aber doch, es waren minus 10, minus 11 Grad am Zinsenhof auch in den kalten Dezembernächten heuer. Bundesweit vernetztes Projekt, wo praxisbezogen Biobetriebe quer durch Österreich direkt vermarktende Biobetriebe, es ist uns darum gegangen, wirklich damit direkt vermarktet zusammenzuarbeiten, mit dem Lebensmittelcluster Niederösterreich, mit Bio Austria gemeinsam, mit der Elfi Stopper, der ich dann das Wort übergeben werde, die dann noch Ausführlicheres dazu zu dem Projekt selber sagen wird. Ja, herzlichen Dank, Wolfgang, für die Einleitung, für das Erklären, was ist das Wintergemüse, was bezwecken wir mit dem Wintergemüseanbau, da will ich gar nicht zu viel Zeit verlieren. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie kann ich heute dieses umfangreiche Projekt da vorstellen. Mir wäre eine Wintergemüsewanderung durch Österreich eingefallen. Wenn ich jetzt unsere zeitlichen Ressourcen sehe, muss ich sagen, wir müssen, glaube ich, einige kleinere Marathonläufe aneinander hängen. Also ich versuche ganz stark mit Bildern Eindrücke zu vermitteln, wie schaut es auf den Praxisbetrieben aus, welche Fragestellungen haben sich die Betriebe ausgesucht und wo stehen wir jetzt in unserem Projekt, das momentan ja
noch läuft und wir gerade emsig dabei sind, die Daten zu sammeln. Also was der Wintergemüseanbau ist, hat der Wolfgang schon wunderbar erklärt. Auch noch einmal für mich persönlich sehr wichtig, dass es darum geht, gewachsene Strukturen zu fördern, mittelgroßen Betrieben, kleinstrukturierten Betrieben die Möglichkeit geben, in der Region eine zusätzliche Wertschöpfung zu schaffen. Und das ist so ein klassischer Biobetrieb mit einigen wenigen Folientunnel. Und hätte man, sage ich einmal, oder hat man vor ein paar Jahren so eine Tunnel aufgemacht, dann hat man meistens ausschließlich Feldsalat, Vogelsalat drinnen sehen, vielleicht Radieschen, eventuell noch einen frühen Ersatzsalat. Unser Ziel ist es jetzt allerdings, eine Wintergemüsevielfalt zu etablieren, also aus diesem großen Pool an Arten und Sorten auswählen zu können und dieses Sortiment einfach bunter zu gestalten, so bunt, wie sich diese Ausstellung hinten, die der Wolfgang und der Hans aufgebaut haben, also so bunt stellen wir uns das vor für unsere Biobetriebe. Natürlich braucht man zu so einer Umsetzung einer Idee viele Projektpartner und ich kann nur wirklich begeistert von dieser Zusammenarbeit berichten mit den Versuchsstellen Zinsenhof, mit der Versuchsstelle Wies für Spezialkulturen, mit der Gartenbauschule Langenneus, die uns eben bei der Versuchsentwicklung, bei der Etablierung auf den Praxisstandorten ganz tatkräftig unterstützen. Wir beginnen, denke ich, mit der Ideengeburtsstätte, mit dem Zinsenhof, da kommt die Innovation her, vom Versuchsteam immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Impulse. Was der Wolfgang schon gut beschrieben hat, ist, dass er dieser Zugang zum Wintergemüse eigentlich über den Anbau des Asiasalates begonnen hat. Da sieht man diese extreme Frosthärte dieses Asiasalatsortiments ganz gut. Eben relativ rasch ist es dann dem Versuchsteam gelungen, eine breite Palette an möglichen Arten zu erstellen. Und aus dieser breiten Palette haben jetzt die Praxisbetriebe die Möglichkeit gehabt, für sich selber einfach die Kultur auszuwählen, die den Betrieb am meisten anspricht, wo der Praxisbetrieb auch das Gefühl hat, das kann er gut vermarkten. Und so kommt es dann zum Beispiel, dass am Standort in Everding beim Biohof Achleitner die Wahl auf die Platzikorien gefallen ist. Da sieht man immer diesen Catalonia-Typ zum Beispiel, das ist eine löwenzahnblättrige Platzichorie, die sehr gut im Geschmack ist und die sich als äußerst robust herausgestellt hat. Natürlich haben wir versucht, einen Zuckerhut anzubauen, dann noch einmal einen Catalonia-Typ, einen Castelfranco-Typen, einen Radicchio-Typen, also Richtung Treviso und dann einen normalen, rundköpfigen Radicchio. Ziel ist es eben gewesen, im Freigelände anzubauen und Vlies abgedeckt, also mit einfacher Abdeckung, mit Doppelabdeckung und ohne Abdeckung und eventuell zu versuchen, so anzubauen, dass man gerade noch in dieser Woche vor Weihnachten ernten kann, nämlich gerade dann braucht man dieses bunte Sortiment und könnte man Importware aus Italien so quasi durch heimisch produziertes Platzichorien-Sortiment ergänzen bzw. eben ersetzen. Wir haben heute noch keine fixfertigen Ergebnisse. Was ich immer wieder ein bisschen einstreuen kann, sind jetzt also quasi Erfahrungen oder erste Abschätzungen, was hat ein großes Potenzial. Und da kann ich wirklich nur sagen, dass dieser Catalonia-Typ sicher zu den aussichtsreichsten Arten gehört. Der Geschmack ist ein Traum, die Robustheit ist gegeben und im Anbau ist er relativ unkompliziert und leicht. Ich bin dafür da, dass ihr einen Testbericht oder davon berichtet, was nicht so gut funktioniert hat. Wir haben auch gleich im ersten Anlauf festgestellt, dass ein Zichorienanbau ohne Fließabdeckung so gut wie unmöglich ist, weil es kommt natürlich zu einem hundertprozentigen Wildverbissschaden. Also auch die Tiere aus Feld und Wiese haben relativ rasch entdeckt, wie gut unser Wintergemüse schmeckt. Ja, wir wandern weiter zum zweiten Praxisstandort nach Engelhardszell. Da kann ich mich nur ganz kurz aufhalten, weil da gibt es ja dann noch einen Praxisbericht von der Familie Stockenhuber selbst. Wie gesagt, ein wunderschöner Standort und die Familie Stockenhuber gehört zu den Experten im Asiasalatanbau, da ein Blick auf das wunderschöne bunte Sortiment. Was ich bei diesem Betrieb auch noch hervorheben möchte, ist,
dass Monika und Walter halt auch Experten sind, so quasi in der Schulung von Multiplikatoren. Immer wieder gibt es Verkostungen, immer wieder werden Konsumenten an das Thema herangeführt oder eben auch die Gastronomiebetriebe. Und das, denke ich, ist die zweite wichtige Parallelschiene, die verfolgt werden muss, denn es hilft das beste Produkt nichts, wenn es am Ende den Konsumenten gibt, der auch davon überzeugt ist, der den Geschmack schätzt, der über den gesundheitlichen Wert Bescheid weiß. Also das ist einfach die Parallelschiene, wo ich denke, dass Biobäuerinnen und Biobauern aus der Direktvermarktung ganz große Leistungen erzielen. Wir wandern weiter westlicher zum Praxisstandort ins Walserfeld, zum Biohof Fellinger. Da sehen wir den Seniorchef Fellinger und Wolfgang Balme am Zwiebelversuchsstandort. Dort werden 16 Freilandzwiebelsorten getestet. Das heißt, wir bonitieren auf Pflanzengesundheit und wir machen eine Ertragsauswertung. Im kalten Folienhaus werden dort auch Spinatsorten getestet, da geht es wieder darum, die robustesten, die ertragsstabilsten herauszufinden. Wir nähern uns unserem alpinsten Standort, auch da brauche ich nur kurz erzählen, weil die Familie Heitzmann, der Martin Heitzmann und die Michaela Heitzmann heute auch hier sind und ihre Praxiserfahrungen zum Wintergemüseanbau noch selbst schildern werden. Der Standort liegt wunderschön. Wir waren, also Martin und ich waren vor einem Monat in Bayern auf eben einer Anbautagung und haben dem auch über das Wintergemüse berichtet. Und es hat gleich zur Folge gehabt, dass die Delegation in ungefähr 14 Tagen nach St. Felden auf Exkursion kommt. Und auch die Frage, ob man den Skifahren kann bei uns, ist gestellt worden. Da steht das Zwiebelsortiment im Folientunnel. Das ist da auch sehr spannend und die erste Ernte liegt da heute hinten in der Ausstellung und wird von Johann Reisinger zubereitet und ich bin schon ganz gespannt, was für Geschmackserlebnis wir da heute miterleben dürfen. Zusätzlich wurde der Versuch angelegt mit also Blattsalaten, also Babyleafsalaten. Da werden zwei Sätze angebaut und auch da haben wir schon wieder Erfahrungen gemacht im ersten Anbausatz, dass es sich nicht so gut verträgt, wenn langstehende Fruchtgemüsekulturen, also Paprika und Paradeis, ganz knapp dann neben diesen Blattsalaten stehen, weil es besteht eben die Gefahr, dass Läuse und weiße Fliege von den Fruchtgemüsebeständen noch in die Blattsalatbestände einwandern. Also noch in den alpinen Raum, also es steht noch Greifenburg am Weißensee. Dort gibt es eben die Gärtnerei Naturfair und der Martin Altendorfer kultiviert dort Wintergemüse. Und das ist jetzt eben schon so ein spannendes Bild. Die Sorte steht auf mehreren Standorten und in Greifenburg sind mit Abstand am schönsten gewachsen, in der besten Qualität. Und das dürfte ganz stark mit der starken und guten Sonnenlichtausbeute an diesem Standort zu tun haben. Denn sowohl sage ich, im Markfeld als auch zum Beispiel in St. Felden haben wir einen ganz trüben Dezember gehabt und es hat auch die Qualität des Salates so quasi etwas darunter gelitten. Zur Versuchsstation Wies, die sich mit Spezialkulturanbau beschäftigt, mit Kräuteranbau und natürlich auch mit Gemüseanbau. Dorthin habe ich eine sehr enge Verbindung, weil ich vor 25 Jahren meine Lehre dort absolviert habe. Es liegt in der weststeirischen Hügellandschaft, wunderschön eingebettet und die Versuchsstelle hat ganz engagiert mitgearbeitet und so quasi das gesamte Sortiment durchgetestet. Auch eine Gärtnerei in Norddeutschland, bei Hamburg, sie hat eben immer schon im kleinen Platzanbau, auch im Sommer, eine hohe Artenvielfalt kultiviert. Weil man die Asia-Salate nach dem Schnitt sieht, die dann wieder durchtreiben und formen Vielfalt. Das ist für mich auch ein sehr, sehr tolles Beispiel, weil eben auch wieder genau diese bestehenden Strukturen gut genutzt werden. So, wir kommen jetzt zu unserem letzten Standort, das ist die Gartenbauschule Langenwalls, auch in satzmäßiger Staffelung, also zu unterschiedlichen Terminen erfolgt die Aussaat im Topf, ein Verkaufen des Produktes in Bioqualität mit Topf ist möglich. Fragestellungen entlang, sage ich so, einer Wintergemüsereise,
auch in der Projektverlaufsform gibt es natürlich immer Herausforderungen. Und während man in dem Projekt arbeitet, entdeckt man schon wieder neue Ansätze, die man verfolgen könnte. Bevor wir jetzt rausgehen, möchte ich euch gerne den Stefan Scholz vorstellen. Bitte steh auf, Stefan. Das ist unser Gärtner in der City Farm. Er hat einmal einen Applaus verdient. Er möchte ihn noch verdienen, weil wir wollen jetzt gemeinsam rausgehen. Und ich möchte dazu einfach sagen, es gibt dieses ein Projekt ganz speziell zum Winterthema, das wir über die Forschungsförderungsgesellschaft gewilligt bekommen haben. Wir setzen es um mit den Kindern, und zwar mit 4 Schulklassen, Volksschulen, eine Unterstufe ist dabei und die Gartenbauschule Schönbrunn ist auch involviert, also 5 Schulen insgesamt, die hier während eines ganzen jetzt Herbst, Winters und Frühlings zu uns kommen, ihre eigenen Kästen haben, ihre eigenen Versuche angelegt haben, mit kleinen Datalogger Temperaturkurven aufzeichnen, die dann auch auswerten, das machen die größeren und die kleinen, aber es soll irgendwie für jeden was dabei sein. Kinder sollen vertraut werden mit diesem wissenschaftlichen Arbeiten, mit dem naturwissenschaftlichen Arbeiten. Und dieses Projekt Check the Energy hat im Garten einen ziemlichen Niederschlag gefunden bei uns. Wir haben einige solche Frühbettkästen aufgebaut. Wie sie genau funktionieren und was da drinnen ist, das wollen wir uns anschauen, wenn wir jetzt hinausgehen. Und das wird uns der Stefan genauer erklären. Es ist so, wir müssen halt ein bisschen beisammen bleiben, wenn wir da im Garten sind. Das ist draußen, haben wir jetzt kein Mikrofon zur Verfügung. Das ist nicht so leicht zu handhaben, aber ich glaube, es wird funktionieren, wenn wir uns so im Kreis um den Stefan anordnen draußen, dann werden wir und ihm folgen, unauffällig. Wenn wir jetzt 80er war ich in Holland mal in der Baumschule und da ist er als Unkraut, sage ich mal. Also die haben den im Winter als Unkraut in den Töpfen drin. Da habe ich damals schon mitgenommen, haben dann nach Bayern irgendwann gebracht. Irgendwann habe ich gedacht, der schmeckt eigentlich so genial, da müssen auch andere Leute daran teilhaben. Aber war schwierig, weil es war am Anfang, ich habe 99 in Bayern was gemacht, als ich mir der Porzellan verkaufen wollte. Die Leute haben gesagt, der sieht schön grün aus, aber irgendwie ist das gesund, kann man das essen. Aber einfach traumhaft, also man sieht jetzt hier die Temperatur. Ja, ich habe in Bayern auch 20 Grad minus gehabt, also es hat auch 20 Grad oder mehr, 25, 30 Grad minus. Das Einzige war einfach mit dem Ernten muss man warten. Also das ist was ein Vorschlag, wenn man den halt wirklich gefroren geerntet hat, war er Spinat eigentlich schon, braucht man gar nicht mehr kochen. Aber ansonsten ist er auch wirklich gewachsen. Ich habe den Horst dann auch mehrfach geerntet, beim Asiasalat auch. Und haben einfach auch relativ trocken gehalten. Das war hier das Problem am Anfang. War es noch ein bisschen zu nass vom Mister, da sind die Schnecken ausgeschlüpft, denen war es zu warm. Botrytis hat man auch etwas gehabt auf dem Boden, aber eigentlich haben sie die Pflanzen gar nicht angegangen, sondern nur der Boden war wirklich von dem Weiß, von dem Pilzgeflecht durchzogen. Und jetzt, wo es dann kalt wurde und die Trockenheit da war, war es eigentlich von sich aus wieder vorbei. Also haben nie was mit den Pflanzen Probleme gehabt, außer mit den Schnecken, die halt im November, Dezember gekeimt sind durch die Wärme vom Elefantenmister. Also da hat man wirklich jeden Tag den Weltlauf gemacht, da hingen sie oben schon, den musste unten schon zu warm zu worden sein. Ja, Sie können gerne die anderen Sätze auch aufmachen, können Sie reinschauen, was es ist. Sie können auch mal kosten. Von der Fußbodenheizung durch den Mist. Und da war das halt wirklich das Erlebnis zu sehen im November gepflanzt und im Januar, Februar steht da schon was da, ohne dass man was tut dafür. Ja. Und das war schon ein Erlebnis, denke ich. Wenn man es einmal erzählt, dann glaubt man es wahrscheinlich erstmal gar nicht. Wenn man es dann wirklich sieht, okay. Die Kästen, wie gesagt, unterschiedlich bepflanzt. Teilweise ging es einfach auch zum Probieren, was geht. Nur halt unterschiedlich von der Mistpackung, sage ich mal. Ja, was gibt es sonst dazu zu sagen? Genau, die haben wir dann auch. Mal jede Klasse, die wollte dann einfach probieren. Also der Palmkohl, der sah wirklich. Und dann wird sie schon umstellen. Ja. Warum ist er gestorben? Ich bin mehrere Jahre. Bitte? Warum ist er so schlecht? Am November, Oktober, noch mit Abend Knoblauch gesteckt. Abends auch. Sie wählen Ihre Minze, heißes Wasser drauf, kurz ziehen lassen und genießen.
Macht man klar, zu kalt wird es jetzt. Da braucht man was Heißes, oder? Ja, bitte. Wir kommen jetzt zum nächsten Programmpunkt, da möchte ich auch ein paar Worte sagen zur Einleitung. Weil wie wir begonnen haben mit unserem Wintergemüseprojekt, war klar, wir wollen einfach die Universität für Bodenkultur mit einbinden, weil der Christian Vogel vom Institut für biologischen Landbau ja auch diesen Forschungsschwerpunkt hat, alte oder landwirtschaftliche Kulturtechniken zu dokumentieren. Also dort am Institut gibt es eine eigene so eine Forschungsschiene, die kann ich mit neuen Mitteln, also da geht es um kleine Filme oder um Fotodokumentationen, wie kann ich alte landwirtschaftliche Techniken dokumentieren? Genau zu diesem Thema, alte, historische, aber auch neuere Techniken des Wintergärtnerns zu dokumentieren, aus der Literatur zu sichten, mit Gärtnerbefragungen, irgendwie, also auch so praktisch in den lebenden Anbaugebieten noch darin, um zu diesem Thema zu arbeiten. Und ich habe mir gedacht, das wird sich irgendwie halt vielleicht wer melden dazu und wir könnten einmal einfach beginnen. Und er hat es ausgeschrieben und hat mir nach einigen Wochen zurückgemeldet, ja, es gibt Meldungen, es gibt Interessenten dafür und zwar 6 Stück. Das sind 6 Kolleginnen, die gesagt haben, die sich da gemeldet haben für dieses Thema, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, sie wollen da in dieses Thema einsteigen. Eine davon war die Alexandra Depisch, die schon als Diplomantin bei uns am Gemüsebau, also am Zinsenhof, tätig war. Also sie hat praktisch schon in ihrer Ausbildung hier in Schönbrunn sich dem Gemüsebau verstärkt gewidmet und ihre schriftliche Abschlussarbeit, also die Diplomarbeit, also so heißt diese schriftliche Maturaarbeit dann hier, das ist jetzt keine akademische Diplomarbeit, hat sie schon zum Gemüsebau absolviert bei uns, also in Zusammenarbeit mit uns in der Abteilung. Ja, und sie hat sich auch wieder gemeldet für dieses Thema des Wintergemüsebaus und ist praktisch jetzt mit dabei und ist heute auch unter uns, um uns auf die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit, die dann entstanden ist. Dann haben wir gesagt, na gut, wenn sich 6 Leute melden, dann können wir das Thema noch breiter formulieren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute unsere Bachelorarbeit vorstellen darf. Ja, zufällig zum Thema Wintergemüsebau. Der genaue Titel lautet Historische und moderne Lagerungstechniken sowie Anbaumethoden in Hetzings beim Wintergemüsebau und Untersuchung der Anwendung in Burgenland, in der Steiermark und in Wien. Ja, ich werde in den nächsten Minuten erzählen, was hinter diesem sehr sperrigen Titel steckt. So, was haben wir jetzt überhaupt gemacht? Ziel war es, gartenbauliches Wissen zu sammeln und zu bewahren in Bezug auf den Wintergemüsebau, weil, wie wir jetzt schon in den vorherigen Vorträgen gesehen haben, das Wissen ist vorhanden, geht aber leider auch verloren. Und das war so das Hauptziel, was wir uns gesetzt haben. Wie sind wir dran herangegangen? Also einerseits auf die Suche nach alter gartenbaulicher Literatur, haben auch viel gefunden, viele Stunden gelesen und das zusammengefasst. Und der zweite Pfeiler war das Interview von Gärtnern und Gärtnerinnen, teilweise schon in der Pension und teilweise aktiv tätig. So, ich komme jetzt einfach einmal auf die Interviews zu sprechen. Genau, dadurch, dass wir ja genug Leute waren, haben wir auch in drei Bundesländern Befragungen durchführen können. Die Marita Fast war in Wien unterwegs, ich im Burgenland und die Stefanie Schlögl und die Claudia Zepperer in der Steiermark. Zu den Höfen gefahren, haben persönlich mit den Gärtnern geredet, die Lagerungstechniken der Erdkeller, Erdeinschlag und Erdmitte wurde am meisten genannt. Und es gibt dann verschiedene Techniken, wie man mit dem Frost umgeht im Winter. Da stelle ich Ihnen nur kurz ein paar vor.
ganz klassisch das Vlies, einfach wenn Frost angesagt ist, dass noch zusätzlich das Vlies über die Konturen gespannt wird. Asiasalate, Winterportulak, Vogelsalat, Rucola, Olivensalat, aber auch Karotten. Draußen schon eine modernere Variante gesehen. Hinter mir die Grafik, wie es so ein Schema ausschauen könnte. Kurz das Prinzip, es ist halt eine Grube, wo man Mist hineinfüllt, frisch Mist, drüber eine Erdschicht und der Mist wird dann durch Mikroorganismen zersetzt, dadurch entsteht Wärme und die Pflanzen stehen dann auf warmem Fuß. Verwendet wird es vor allem zur Ernteverfrühung und zur Jungpflanzenanzucht. Drei haben es aktuell sogar im Einsatz, zwei zur Jungpflanzenanzucht. Und es gibt aber viel Erfahrungswissen vom Frühjahr, weil es früher einfach viel häufiger vor den beheizten Glashäusern zum Einsatz kam. So, was meinen jetzt die Praktiker zum Aufbau von einem Mistbeet? Ich gehe die einzelnen Punkte gerade durch. Die Beettiefe war die Angabe meistens zwischen einem halben Meter und einem Meter tief. Von der Breite nach hinten 1 bis 1,5 Meter, entscheidet der Fensterrahmen, wie groß da die Maßen sind, und die Länge zwischen 1,5 bis 20 Meter. Das Baumaterial, also die Wandeinfassung, vor allem Holz oder Beton, einer hat ganz auf die Wandeinfassung verzichtet, bei den Fenstern meist Glasfenster, aber es sind auch Holzrahmen mit Nylon bespannt, mit Nylonfolie bespannt worden, verwendet worden. Ja, das Füllmaterial, was dann schlussendlich die Hitze erzeugen soll, haben auch verschiedenste Antworten bekommen, vor allem der Pferdemist, gemischt mit Stroh oder Laubblättern, aber auch Eselmist, Kuhmist, nur Laubblätter, die auch zur Wärmeentwicklung führen. Oder früher mein Favorit der Bombenmist, Schlachtinnereien sind auch verwendet, Schlachthausinnereien sind da auch hineingekommen. Darüber 10 bis 20 cm Gartenerde oder Mistbeeterde vom Vorjahr, somit dass die Pflanzenwurzeln nicht verbrennen. Wenn das fehlen würde, würden die Pflanzen sterben. Zu ergänzen, dass man statt Mist auch Biomüll und Ernteabfälle verwenden kann. Die sollen anscheinend genauso gut zur Wärmeentwicklung beitragen wie der Stallmist. Was für Gärtnereien interessant sein könnte, wie man auch ohne Heizung über den Winter produzieren kann. Und da sind die drei Basispfeiler, dass erstens das Glas, die Verglasung doppelt sein muss, da sich dadurch die Wärme besser hält. Dann die nicht transparenten Flächen, also unten, man sieht es in der Grafik, die Grundfläche, Seitenflächen auch nochmal zusätzlich gedämmt und dann werden Speicher, Wassertanks, also in schwarzen Behältern mit Wasser aufgestellt oder auch Steine und die können sich dann untertags erwärmen und über Nacht geben sie die Wärme ab. Man nimmt dann in Kauf, dass diese Wärmespeicher bis zu 2/3 der Anbaufläche wegnehmen. Es werden dann Ranggerüste zum Beispiel empfohlen, dass man die Kulturen aufzieht. Dafür braucht man aber auch keine Heizung.